Sollen wir jetzt über das Outfit sprechen oder später? Es ist ein neues Jahr! Man kann sich neu erfinden! Man kann aber auch Sachen in der Vergangenheit lassen. Und deswegen dachte ich mir, mache ich ein Video. Damit bitte 2020 aufhören. Das lassen wir schön in 2019. Punkt Nummer 1. Leopardenmuster. Ich finde, wer in einem Secondhand-Laden noch nie ein Leopardenteil gekauft hat, der ist keine Thrift-Queen. Und da ich mich als solch eine bezeichne, musste ich das mitnehmen. On camera finde ich das sogar eigentlich ganz cool. Im echten Leben hatte ich es noch nie an. Es gibt aber einige Dinge, über die ich mich aufrege und wo ich sage, halt, stopp! Es ist ein neues Jahr. Es ist ein neues Jahrzehnt. Und deswegen bitte nicht mehr. Ich war letztens im Kino, es ist schon eine Weile her, und habe einen Film geguckt und vorher gibt es Werbung. Und jeder muss sein Geld verdienen, jeder muss Werbung machen, sehen, konsumieren, wie auch immer. Völlig in Ordnung. Aber bitte, ich möchte keine Werbung mehr sehen, die versucht, mir Rauchen als etwas Cooles, wenn nicht sogar Gesundes zu verkaufen. Alles ist so super clean gehalten, also so in weißen, hellen Farben, wenn man so das Gefühl hat, oh, das ist ja alles gar nicht schmutzig. Und dann reden die darüber und ich denke beim Schauen der Werbung, ach toll, jetzt haben die was gefunden, das ist für Raucher, die aufhören möchten, sowas wie rauchen, aber gar nicht schädlich. Nein, das war einfach nur eine Werbung für so dumme E-Zigaretten, die wahrscheinlich noch schädlicher sind anscheinend, wie ich mitbekommen habe. Ich rauche Gott sei Dank nicht und ich bin sehr froh. Danke. Wem muss ich danken? Freundeskreis, dass wir kein Raucherfreundeskreis waren. Mich hat es richtig sauer gemacht, als ich herausgefunden habe, nein, die versuchen gerade einfach, mir Rauchen als etwas zu verkaufen, das es nicht ist. Ich wusste nicht, gucke ich mir eine Dating-Werbung gerade an oder für irgendeinen gesunden Schnack zwischendrin. Nee, was soll die Scheiße? Ich finde das auch nicht gut. Ich habe ein bisschen Angst, dass Rauchen langsam wieder in wird, dass es zum Trend wird. Macht es nicht. Das ist richtig beschissen. Das ist für euch beschissen, das ist für die Leute um euch herum. Eine Sache, wo ich richtig froh bin, wieder in Bayern zu sein. Es nervt mich, dass ich nach 20 Uhr nicht einkaufen gehen kann, aber ich freue mich, dass nirgends geraucht werden darf, gefühlt. Die Klamotten, der Leopardenmantel, der riecht einfach immer gut, auch nach dem Feiern. Auch wenn man in ein Restaurant geht, in irgendeine Bar, in irgendeine Kneipe. Ich weiß, in vielen Bundesländern deutschlandweit ist es so. Aber nicht überall. Vor allem ist es nicht cool und es ist nicht gesund. Und hört auf, das als so etwas zu vermarkten. Weil das stimmt nicht. Genauso wie, dass Kühe nicht lila sind. Eine andere Sache, die wir in 2020 lassen können, sind YouTuberInnen, die andere nach ihrem Aussehen bewerten. Liegt nicht daran, dass ich jetzt persönlich getriggert bin, weil mich irgendjemand als nicht so schön bewertet hat. Nee, überhaupt nicht. Sondern ich finde, das hat keinen Mehrwert. Macht gerne Videos, wo ihr sagt, das Outfit, der Leoparden-Look, das finde ich steht dir nicht so. Aber es ist eine Person, mit der man Pferde stehlen kann. Also so auch, zieht den Charakter mit ein. Versucht was Positives reinzubringen. Komm, wir brauchen jetzt hier nicht Leute, die sagen, die ist geiler als die andere und die würde ich bumsen und die nicht. Wen interessiert's? Wen juckt's? Mir juckt's nicht in der Hose, wenn ich das angucke. Andere anscheinend schon. Oh wow, in Kombination mit dem Samt lila Look. Es ist ein bisschen, das ist ein Look, das ist ein Vibe, das ist ein Lebensgefühl mit dem Lippenstift dazu, das ist crazy. Was ich dieses Jahr eigentlich auch nicht mehr sehen brauche? Perfekte Instagram-Feeds. Kein Mensch braucht ein Insta-Profil, wo alles in der gleichen Farbe ist. Jeder Hintergrund ist weiß, die einzigen Akzenten sind rosa und auf jedem Bild ist die gleiche glückliche Person zu sehen. Sag ich das nur, weil ich neidisch bin? Weil bei mir farblich nichts miteinander zusammenpasst. Vielleicht. Könnte ich jemals so ein Feed haben? Nein. Ich habe es schon oft probiert. Ich bin immer wieder daran gescheitert. Denn mein Leben, Überraschung, ist nicht nur in Weiß- und Rosatönen. Sondern da sind sehr viele Grautöne dazwischen, andere Farben und manchmal auch gar keine. Manchmal ist es sehr dunkel und dann sehe ich wieder ein Licht am Ende des Tunnels. Und manchmal trage ich auch Leopard mit lila und orangenem Lippenstift. Und all das muss Platz auf Instagram haben, meiner Meinung nach. Kurze Sache, das sind alles meine persönlichen Empfindungen, die ich hier kundtue. Und wenn du das anders empfindest,
dann ist es völlig in Ordnung. Wirklich. Wir brauchen keinen Streit anfangen, wir brauchen es nicht ausdiskutieren, sondern ich sitze hier an meinem Standpunkt mit meiner Apfelschorle und du mit deinem Kaltgetränk deiner Wahl. Keiner wird eine Karriere jetzt beendet bekommen, nur weil ich persönlich sage, ich brauche keinen perfekten Insta-Feed, ich möchte das nicht mehr sehen. Es gibt 1000 Leute, die das gut finden. Ich gehöre nicht dazu. Ihr merkt schon, es bezieht sich sehr viel auf Social Media und da ist auch mein großes Problem. Unrealistische Darstellung von sehr vielen Events im Leben jeder Person. Nicht jeder heiratet, aber viele Leute heiraten, viele Leute kriegen Kinder. Dann sehe ich die Junggesellenabschiede, die Hochzeiten, die Bridal Showers, die Baby Showers, die Gender Reveals. Da gibt es so Engagement Partys. Es gibt so viele Partys und Schritte in dieser ganzen Maschinerie. Ich komme nicht mehr mit. Und mir ist es einfach zu viel. Mir ist, hier kann ich mitmachen, aber wir sind jetzt hier. Und es ist mir zu viel. Und ich steige jetzt aus, ich nehme die nächste Haltestelle, da steige ich aus und der Bus kann ohne mich weiterfahren. Ich möchte mir keinen Junggesellenabschied leisten, wo ich eine ganze Villa mit Pool mieten muss. Und dann gibt es dann Ballons, wo JGA steht und alle meine Freundinnen haben das gleiche Outfit an und wir haben alle die gleiche Frisur und das gleiche Make-up. Und dann sind wir alle am Pool und machen da ein Fotoshooting mit unserem Fotografen und fahren dann mit der Limousine dann irgendwie wohin und haben dann unseren VIP-Bereich und gehen dann vorher noch essen und essen irgendwie Hummer und Sushi und dann feiern wir und haben eine Flasche Moe und dann kommt so jemand mit so Feuerwerk und sagt so, oh, Junggesellen und dann kommt Channing Tatum und gibt dir einen Lapdance. Das möchte ich nicht. Moment, korrigiere. Das möchte ich mir nicht leisten. Was ich damit meine ist, dass ich es extrem finde, was für Ausmaße das teilweise annimmt und ich einfach nur sagen möchte, wenn euer Leben nicht so aussieht, wenn das nicht eurer Realität entspricht, willkommen im Club. Selbst ich als Influencerin, man könnte denken, alle Influencerinnen, alle leben das Leben. Nee, ich nicht. Ich sippe meine Apfelschorle in meinem Leo-Look zu Hause. Und wisst ihr was? Ich bin sehr glücklich damit. Meistens. Manchmal als so ein Lapdance von Channing Tatum. Gut. Nein, also. Ich meine, ich würde ihn jetzt nicht vom Schuss wegstoßen. Ich würde es über mich ergehen lassen. Ich versuche hier die ganze Zeit dieses Thermometer unauffällig abzudecken. Kann mich jetzt nicht mehr bewegen. Oh, da, für den Punkt muss ich mich bewegen. Ich muss meine Dance-Moves zeigen. Denn ich habe. Ich kann es nicht sagen. Moment. Ich habe TikTok runtergeladen. Aber das ist jetzt nicht, ihr müsst mir da nicht folgen. Ich verlinke es auch nicht. Aber ich habe TikTok und guck's einfach nur. Manchmal. Es gibt einen Teil von TikTok, den ich sehr liebe. Das sind eigentlich nur Tiervideos, lustige Tiervideos. Liebe ich. Ich habe Tränen gelacht. Aber einen Teil, den mag ich nicht. Und zwar ist das alles, was jünger als 14 ist, mehr Bauchausschnitt zeigt als 14 cm und mehr als 14 Tanzschritte beinhaltet. Ich sag jetzt Tanzschritte, weil TikTok tanzen. Sorry, das ist für mich nicht tanzen. Sorry, da bin ich raus. Was ich am schlimmsten finde, sind, also ich kann das nicht. Das ist so unangenehm. Solche Videos sieht man auch manchmal auf Instagram. Ich verstehe es nicht. Es sind meistens sehr junge Mädels mit sehr wenig Klamotten. Sehr hübsch auch. Also, no hate, no shade. Aber, was ist das? Was so... Was ist das? Was? Ich brauche eine Erklärung. Bin ich zu alt dafür? Verstehe ich das nicht? Ist es nur mir so unangenehm? Bin ich die einzige Person, die sofort weitermachen muss, weil sie sonst einen Schreikrampf kriegt? Den Punkt hätte ich eigentlich noch davor anknüpfen müssen. Es geht um das Thema Reisen. Und ich möchte in 2020, ich möchte keine Maledivenreise mehr sehen. Ich habe jetzt jeden Sandkorn, was es auf den Malediven gibt, jeden Rochen, der da noch rumschwimmt und auch jedes Stück Sushi, was da serviert wird. Ich habe es gesehen. Und ich bin dankbar, dass ich das sehen durfte. Und eventuell war ich auch kurz davor, aber ganz eventuell war ich ganz knapp davor, auch eine Reise dahin zu buchen. Einfach, weil ich so hart geinfluenced wurde. Ich war so, ich muss da jetzt hin.
ich hatte Lebenskrise, war so, bin ich überhaupt ein Influencer, wenn ich noch nie auf den Malediven war? Kann ich mich überhaupt eine Influencerin nennen? So, fehlt mir dann nicht ein Teil der Ausbildung? Muss ich nicht einmal da schnorcheln gehen und ein Foto da posten? Wie schmeckt denn so ein Frühstück, was im Pool floatet? Anders sicherlich, anders. Wie fühlt es sich an, mit einem Fahrrad über die Insel zu fahren? So der Wind weht durch die Haare. Oh, Foto. Ja, klar, kein Problem. Ich bin ja Influencerin. Ich muss das ja fotografieren. Ich fahre zu meinem Ding. Oh, ein Antrag am Meer. Oh Mann, romantisch. Hier, mein Babybauch am Strand. Auch schön. Aber kommen wir nochmal zurück zu der wichtigen Sache. Wie funktioniert das mit diesen Floating Breakfasts? Da habe ich lange drüber nachgedacht, letztens vorm Einschlafen. Weil ich hätte sehr, sehr große Angst. Stell dir mal vor, ich bin jemand, ich habe ganz schlechte Tischpanieren. Jetzt nicht mega schlecht, man kann mit mir überall hingehen, aber nicht gut. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich bin jemand, so, mein Ellbogen, der ist auf dem Tisch drauf. Auch beide manchmal. Die sind da drauf, denen ist es da bequem, fühlt sich richtig an. Stell dir mal vor, jetzt Floating Breakfast. Hast das ganze Breakfast im Pool drinne. Was machst du denn dann? Andere Sache. Du bist ja im Wasser. Stell dir mal vor, du hast ja deine Hände, also die sind ja im Wasser drin. Dann greifst du irgendwo hin, dann tropft es da das ganze Chlorwasser auf deine frisch aufgeschnittene Melone. Melone schmeckt jetzt nach Chlor. Kühlen nicht die heißen Sachen wie Scrambled Eggs, Scrambled Tofu, kühlt es nicht sofort runter, weil hier das kühle Poolwasser von unten kommt. Wie ist es mit den Getränken? Ist es eigentlich so, dass die diesen Tablett, Tablett, wird es erst beladen und dann komplett so ins Wasser geladen? Wichtige Frage, wird rückengerecht gehoben bei dieser Aktion? Man kann sich sehr schlimm bei sowas verheben. Oder kommt erst das Tablett ins Wasser und wird dann aufgetischt? Muss man dann nicht aufpassen, dass es so gut ausbalanciert ist, nicht, dass man alles auf eine Seite stellt, kippt um. Es ist einfach ein großer Risikofaktor. Was, wenn ich einen Teller runternehme? Geht dann alles durcheinander. Es stresst mich ein bisschen. Jedes Mal, wenn ich so ein Bild sehe, dann spüre ich den Stress. Für mich klingt es nicht nach Urlaub. Ich sag's euch, für mich klingt es nach Stress. Unabhängig davon habe ich letztens einen Artikel gelesen, dass der IS und radikaler Islam eine große, große Rolle in den Malediven spielen. Und dann ich mir auch gedacht habe, so, ist das überhaupt etwas, was ich unterstützen möchte? Genauso wie Dubai-Reisen. Ich fange jetzt nicht an, über Dubai-Reisen zu sprechen. Möchte ich nicht in 2020 sehen. Danke, hab alles gesehen. Vielen Dank. Ich hoffe, euch hat mein oberflächlicher Rant in meinem tierisch oberflächlichen Look gut gefallen. Schreibt mir gerne, was ihr in diesem Jahr nicht mehr sehen möchtet. Was ihr vielleicht mehr sehen möchtet. Was möchte ich mehr sehen? Nicht auf jeden Fall die Malediven. Ach so, ich habe mich dagegen entschieden, Malediven-Urlaub zu buchen, weil ich zu Sinnen gekommen bin. Das ist passiert. Wenn ich irgendwann in meinem Leben noch dahin fliegen sollte, dann roastet mich nicht allzu sehr. Nur so ein bisschen. Ich könnte dann endlich berichten, wie das mit dem Floating Breakfast funktioniert. Eigentlich zu Recherchezwecken müsste ich es jetzt machen, um euch auch das mitzugeben, Wissen zu vermitteln, Inhalte, Content createn. Bis bald, tschüss.